Blub, blub. Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind im Jägerhain angekommen und erstmal vergiftet und vergiftet worden, gestorben. Schweinebären hier. Kleinen dreckigen. Drecklige Bande. Ah, da ist er doch. Wieso siehst du ihn nicht an, Mensch? Dann könnten wir ihn doch töten. Ich höre schon wieder Rumgestöhne. Lalalalala. Du triffst mich nicht, wenn ich in Bewegung bin. Und da sind zwei von denen. Blöd. Au. Und es ist wirklich Gift. Und die machen einen derben Schaden. Seht ihr das? Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Ja, komm. Wir sehen doch an. Oh, Mensch. Ja, okay, dann rennen wir jetzt. Hallo und tschüss. Wie sie mir die... Wow. Wie sie die Tür eingehauen haben, die Schweine. Puh. Aber wir können dort auch die Fenster aufkloppen. Das ist schon mal gut. Dann sehen wir mehr, wer uns hier beschießt. Au, natürlich trifft er wieder, der Penner. Au, oh, schon wieder. Nee, nee, nee. Heute nicht mehr. Wir nehmen jetzt noch was. Ach, mein Gott. Ey, die hauen ja rein. Jetzt ist er unten. Okay. Geht's hier durch? Ja, dahinter sieht's auch nicht nach was aus. Doch hinter. Ah, gehen wir erstmal hier lang. Wir beschäftigen uns gleich mit denen. Hier oben. Puh, schön hier. Sehr ruinös. Also ruinenhaft. Ja, ruinös gibt's nicht, ich weiß. Okay, ich höre die ganze... Ah! Kommst du dann her? Ums Eck. Und ich bin in einer extrem schlechten Position als Rechtshänder. Als rechtshändiger Schwertkämpfer. Ein Flammenschmetterling. Flammenschmetterling. Ich glaube, da habe ich schon mal was von hier in den Loading-Screens gesehen. Eigenständige Entzündung von Fackeln. Ja, moin. Eine mit getrockneten roten Schmetterlingen gefüllte Flasche. Werden diese seltenen Schmetterlinge stimuliert, wird eine kleine Flamme erzeugt, mit der sich Fackeln entzünden lassen. Du willst hier Schmetterlinge stimulieren? Okay. Diese Schmetterlinge sondern Sekrete ab, die sich bei Kontakt mit der Luft entzünden. Dies schützt sie vor Feinden. Man schätzt sie als nützliche Feuerspender, doch im Schwarm fürchtet man sie als Auslöser verheerender Brände. Ja, und das ist irgendwie ein Problem, so ein Feuerschmetterling in der Tasche zu haben, oder? Das könnte leicht warm werden. Oh, Leute, guck mal, wie geil, so ein neues Gebiet. Geborstene roter Augapfel. Oh, schön. Ach, Menno, ich würde das andere Gebiet aber erstmal abschließen, weil da waren wir noch nicht in dieser Kapelle-Dings da. Hm. Oh, Mensch. Aber wir haben die Seelen schon mal wieder drin, die uns hier geraubt wurden von der ollen Trulla. Und da unten scheint es weiterzugehen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal da runter. Dann gehen wir erstmal hier die blöden... Ach, jetzt sind die hier unten. Au! Hinter mir vor allem. Nein, ich will doch den da. Gut, endlich. Die Zombies sind nicht so das Problem. Bisher zumindest. Au, außer sie treffen mich, dann ist natürlich schon ein Problem da. Puh. Na, trink erstmal was, der braucht noch ein bisschen, bis er hier ist. Ja, das sind wie die Höhlen-Zombies in dem Asyl der Untoten im ersten Teil. Ist okay. Hier geht's runter, hier ist was für die Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Hier hängt einer. Seelen des nahlosen Soldaten und Lebensstein, schön. Und da geht's, oh Gott, verdammt tief abwärts. Zum Glück sind wir nicht in der Mitte runtergesprungen, das hätten wir auf gar keinen Fall überlebt. Und hier standen wahrscheinlich die Zombies mit drin. Banditenmesser, okay. Hm, lahm. Aber macht ja nichts. Wie geht's hier, Moment, ist hier noch was? Ah, guck mal, hier ist was. Irgendwie kriegen wir es nicht auf. Es ist... wäre auch ein offensichtliches Geheimnis, ne? Scheiße. Weder A drücken noch... jetzt gehen wir aber die Wände hier auch noch ab. Weder A drücken noch dran schlagen bringt irgendwas. Das ist schade. Na gut. Aber hier geht eine Leiter hoch. Das kann ja nur gut sein, ne? Außer wir kriegen gleich den Kopf abgeschlagen, wenn wir hier den Kopf rausstreckeln. Nee, noch nicht. Aber da ist wieder so ein Bogenschütze. Bogenschwein. Na komm, schieß. Okay, es ist eher ein Typ mit einer fetten Keule. Wow! Was machst du denn für geile Moves? Aber meine geilen Moves ziehen wenigstens, Junge. Tja, ist schon blöd, ne? Hast du mal gesehen. Wenigstens einmal in deinem Leben. What? Wo kommst du denn her? Ich
springen sie allein an. Aber es klingt cool, wenn die so rumhüpfen. Au. Dual wielden können wir auch, also mit zwei Waffen, also mit einer Waffe pro Hand. Ne? Zweimal Einhandwaffen. Das können wir auch, allerdings müssen wir dafür 150% der Stats dieser Waffen erfüllen. Also ein bisschen Arsch, finde ich. Aber gut, das kann man halt schaffen, wenn man Schwertkämpfer ist zum Beispiel. Das hat der Beruger nämlich in seinem Part gezeigt, deswegen kenne ich das. Giftiges Moos und Lebensstein, sehr gut, wir haben was gegen Gift. Yay! Und nun? Muss ich mich jetzt sterben lassen? Das wäre nicht nett, wisst ihr das? Das wäre echt nicht nett. Komme ich hier wieder rauf? Ach nee, moin, ich komme hier nicht mehr rauf. Ja, das ist schön. Dann werde ich jetzt wohl sterben. Hm, da kommen, wir haben so viele davon, da können wir mal einen opfern. Ja, dann, gutes Nächtle, meine Freunde. Das überlebe ich doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich hier sterben muss. Ach, probieren wir es halt. Okay. Ich habe es doch überlebt, das ist komisch. Na gut. Wo waren wir? Ach, hier war richtig, ja. Wir haben schon wieder 3000 Seelen, Leute. Wie viel brauchen wir? 4400 für ein Level Up. Wartet mal, ich wollte nochmal gucken. 10 Konditionen. Ich würde gerne meine Konditionen auf so 20 hochschrauben, mindestens. Aber die Intelligenz halt auch, weil bringt's, ne? Und Zauberkraft und Belastung sowieso, weil... Und Wille würde ich auch gerne noch um 8 hochhauen. Oh, Leute. Ich werde mir aber keine Begrenzung setzen wie Bruger, der gesagt hat, ja, 100 Seelen, dann, 100 Level, dann war's. Das, ja, nee. Braucht ihr bei mir nicht erwarten, Leute. Gibt es nicht. Ich habe schon wieder was gehört. Achso, das ist nur diese blöde Brücke da oben. Wie auch immer wir da hochkommen. Ich bin gespannt. Das wird sicher noch folgen. Mal gucken. Hier gibt's wieder... Oh, haha, Leuchtfeuer, ich wusste es. Yay! Die sind sehr gnädig gesetzt, muss ich schon bemerken. Aber ich finde, das ist kein Kritikpunkt. Im Gegenteil, das finde ich sehr gut. Das Spiel wird dadurch auch nicht unbedingt einfacher, nur weil man mal ein Leuchtfeuer mehr hat. Ja, komm. Setz die Schienen. Setz dich hernieder. Unsere Bossseelen. Das sind alle, ne? Ja, alle Bossseelen, die wir haben. Ich könnte eigentlich auch mal zu Silky gehen. Silky heißt die übrigens, anscheinend. Laut Bruger. Keine Ahnung. Achso, wartet mal. Nee, 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 nee. Das ist unnötig, dass wir so viele hiervon haben. Da können wir 5 wegtun. So, dann sparen wir nämlich ein bisschen. Warte mal, ist hier noch was? Das hatten wir auch schon mal, das an einem Leuchtfeuer, beziehungsweise das Leuchtfeuer in einem Versteckengebiet war. Vielleicht ist es jetzt auch mal bei einem Leuchtfeuer ein verstecktes Gebiet. Das wäre immer was Neues. Und ich glaube, hier müsste jetzt wieder einer sein, oder? Kommt einer von oben runter? Noch zumindest nicht. Okay, oh, ist das cool, der Jägerhain. Mensch. Da muss ich rüberspringen. Und dann bin ich wieder tot, oder was? Oh, oder so gut wie... Ja, das geht doch nicht. Da komme ich doch nie wieder hier hin. Aber da unten scheint es auch lang zu gehen. Sollen wir es riskieren, Leute? Ich glaube nicht, nee, ich komme nicht darüber. Das ist viel zu weit weg. Da muss ich wahrscheinlich von der Brücke oben runter. Okay, gibt's hier sonst noch was? Hallo, Leute. Ach, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Leute. Ich höre die Zombies schon. Ja, da steht einer. Hallo. Geht's dir gut? Mir auch. Nicht wirklich, aber... Ne? Dafür sorge ich dafür, dass es bei dir ähnlich sein wird jetzt. Ich habe auch Feuer für dich, mein Freund. Aber mein Feuer... Der will mich anzünden. Aber mein Feuer ist cooler. Guck mal, das ist nämlich in deinem Körper und nicht an der Fackel. Warum gibt er mir eigentlich keine Fackel? Der hat doch gerade eine in der Hand gehabt. Das ist ziemlich unnett. Wir können ja jetzt jederzeit eine entzünden. Das ist schon mal cool. Ich sammle diese Dinger mal, diese Schmetterlinge. Diese Letterschminger. Guck mal da, wer da wieder steht und auf uns wartet. Nicht mit mir, mein Freund. Natürlich fällt er jetzt runter, ne? Nee, aber er gibt auch nichts. Okay. Wofür sind wir denn sonst Magier? Okay, kleine orangene Blüte. Moment, kleine orangene? Wir haben nur gelbe Blüten. Wo ist er denn da? Auffällig. Stärkt vorübergehend Feuerabwehr. Geil. Eine kleine orangefarbene Blüte stärkt vorübergehend die Feuerabwehr. Diese Blüten blühen alle paar Jahre herrlich an einem Busch. Die Qualität der Erde und das Wetter bestimmen ihre Farbe und ihre Wirkung. Vor langer Zeit wurden sie in Ritualen eingesetzt. Hm, ach, hatten wir nicht schon so eine? Ich meine, oder? Komisch. Irgendwo erkenne ich den Text. Vielleicht habe ich ihn auch bei einem anderen gehört. Keine Ahnung. Wäre ja auch nicht so tragisch. Moment mal.
Ah, guck mal, wir haben jetzt auch die größere Variante. Stellt viele TP wieder her. Cool. Wir bleiben aber erstmal bei den kleinen. Wir haben ja genug gut gefarmt, beziehungsweise gut aufbewahrt. Oh Gott, was bist du denn? Und will ich's wissen, ist die Frage. Oder will ich ihn einfach nur mal abmetzeln und gut ist? Oh, da sitzt schon wieder so ein Vieh. Ja, und jetzt ist er aufmerksam und spitz geworden. Hallo. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, was machst du denn? Der hat aber hier richtig schöne Sicheln hier. Oh. Ah, oh Gott, habt ihr das gesehen? Der raubt mir mal eben meine gesamte Ausdauer. Ne, mein Freund. Ne, ne, ne. Au! Oh, und der macht Blutung ohne Ende. Ja, Ende Gelände, mein Freund. So, gut, dass wir Magier sind. Da muss man sich mit so jemandem gar nicht lange be beschäftigen. Puh. Nimm mal ein Steinchen, komm. Estus ist zwar nachfüllbar. Oh, da, guck, da schüttelt sie sich wieder, das Mistvieh. Komm her, du Vieh. Und da ist schon wieder so ein Sensenfutzi. Oder Sichelfutzi oder whatever. Und er rasselt mit den Ketten. Giftiges Moos. Ah, das ist schön, dass die also Giftheilung droppen. Oh, und da ist noch so einer. Ah! Warum dreht er sich immer in die falsche Richtung? Ich weiß warum, Leute. Müsst ihr mir nicht sagen. Weil er doof ist. Ah, nein. Oh, oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber gut, dann können wir ihm gut entkommen, wenn er sowas macht. Und ihm dann einfach einen schönen Seelenpfeil ins Gesicht fletschen und weg ist er. Was sind das für Viecher? Und ich glaube, wir sollten hier noch nicht sein, weil die machen echt derben Schaden. Also das ist sehr unschön. Und ich würde gerne noch so ein paar Motten schnetzeln. Oh, guck mal, hier ist was. He said and didn't find a way in. Okay. Or doesn't. Because it's just happening right now. Okay. Egal, genug Englisch. Ja, hier geht's auch noch lang. Da steht ein Zombie. Ich muss nach Motten Ausschau halten. Denn ich habe die Giftheil-Items ja noch nicht im Dings. Ah, oh, natürlich wendet er sich ab. Oh oh. Was bist du? Ein Finsterniszauberer. Moin. Ah! Ah! Geh mir bloß aus den Füßen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein! Was ist das für ein Drecksschwein? Hier mit seiner komischen Finsterniskelle da. Mensch. Geil, Leute. Super geil. Also die hat einen schönen Schimmer gehabt, muss ich sagen. Sehr schönen Schimmer. Oh, jetzt verrücken wir wieder die ganze Zeit in diesem Gebiet. Ich glaube, ich werde mir meine Seelen abholen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und gucken erstmal noch in dem anderen Gebiet, was los ist. Weil, ne, muss ja nicht sein. Puh, dann müssen wir mal noch den Motten Ausschau halten. Und hier gibt es so viel zu erkunden. Es ist einfach nur geil, Leute. Es ist einfach nur geil. Nein, ich bin schneller als du. Lass es sein. Da oben ist ja auch noch was. Na komm. Ich bin jetzt ein bisschen ungeduldig. Ich will eigentlich nur zu meinen Seelen. Oh. Ja, eine Fackel. Sehr schön. Jetzt können wir sie farmen. Ist das geil. Ist das geil. Ach, da bist du wieder. Unser Freund. Komm. Ja, und jetzt ist Ende. Ach, schön. Gut, gut, gut. Die lassen aber irgendwie nichts fallen. Das ist ein bisschen schade. Aber sie geben gut Seelen, muss man sagen. Sie geben gut Seelen. Und da oben ist doch wieder unser Mistvieh. So, du kleines Miststück. Ende. Gib mir dann Giftheilung. Ach, warum kaufen, Leute? Warum für 1500 kaufen, wenn ich sie doch umsonst bekommen kann? Ist das schön. So, da sind unsere Seelen. Und diesmal kriege ich den Finsternis-Typ hier auch noch tot. Aber dann gehen wir erstmal zurück. Kam der überhaupt? Ach so, der springt einfach mal runter. Nee, Leute. Ich will dich nicht hier haben. Du bist doof. Wow, das war knapp. Ich hätte gedacht, ich springe in den Abgrund. Der ist schnell. Aber ich bin schneller. So, Ende. Oh, Junge. Und nochmal. Ja, genau. Den Zombie nochmal schön das Rückgrat zerhäckselt. Was war das für eine Type, ey? Hammerhart. Und warum kriege ich seine Waffe nicht? Ich will seine Waffe haben. Die war cool. Die macht derben Damage. Ja, okay. Wir gehen in der Folge doch noch ein bisschen weiter. Leute, jetzt habe ich meine Seelen wieder. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Und will noch ein bisschen farmen, Leute. Ein bisschen Zeug.
Aber ich hoffe, so ein Typ kommt nicht nochmal. Oh, da geht's auch lang. Noch ein Pfad. Cool. Ja, aber es ist klar, warum man hier als Kleriker nur rein sollte. Und die Trulle hat uns wahrscheinlich verarscht. Zieht uns Seelen ab. Und uns hat uns natürlich Stachelpeitsche. Okay, Peitschen sind jetzt nicht so das Dolle. Ne? Nicht so das Gelbe vom Ei. Wir gucken es uns trotzdem mal an. So. Die gab es sonst nur durch den DLC in Dark Souls 1, Leute. Oh, die macht eigentlich gar nicht mal so schlechten Schaden und verdammt viel Blutung. Nice. Okay. Interesting. Eine stachelbedeckte Peitsche zerfetzt die Haut und ruft Blutung hervor. Sehr effektiv gegen ungeschützte Körperteile, aber nicht gegen gepanzerte und anderweitig geschützte Feinde, ja. Können wir eigentlich auch mal... Warte mal, ich will die einfach mal verwenden. Ich habe noch nie eine Peitsche in Dark Souls verwendet. Nicht mal ausprobiert. Sind wir über 70? Ja, geht aber noch. Man darf nur... Ach so, wir können sie aber nicht ordentlich verwenden, wegen... Ja, auch damit nicht, okay. Aber ist schon geil irgendwie. Was kann die als sekundären Angriff? Dasselbe, nur mit Backswing. Okay. Wahrscheinlich auch nur, weil wir sie nicht ordentlich nutzen können. Ja gut, minus 22 ist auch nicht so schlimm. Oh, aber minus 61 Blutung, das ist schlimm. Egal. Wir nehmen einfach wieder unser schönes Schwert, das wir so toll aufgerüstet haben. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Ja, denn ich werde jetzt wieder zum Leuchtfeuer gehen. Das ist mir hier doch noch ein bisschen heikel. Also es geht, wir kommen ja gut durch eigentlich. Aber ich möchte es halt nicht ausreizen. Ich möchte erstmal meine Seelen sichern. Wie geht's hier rein, würde ich aber gerne wissen. Oder da oben, oder... Ach, hier überhaupt. Oh, hier liegen mehrere Sachen drin, das ist schön. Das gefällt mir ja, dann kriegt man richtig schön was hier, ne? Zusammen. Aber man kommt einfach nicht darin. Wahrscheinlich nur von oben. Ja, könnten wir einfach mal machen, oder? Dann gehe ich halt offscreen wieder zurück zum Leuchtfeuer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist eine schlechte Idee rumzulaufen. Ah, ja! Da kommen noch mehr. War das jetzt nur eine oder waren das mehrere? Ja, das waren natürlich mehrere! Ah nein, das sind die Großen! Ist doch für den viel zu schade. Wow, 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 wow. Nee, 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 mein Freund. Du darfst erst ankommen, wenn der andere tot ist. Ne, damit das hier klar ist und wir uns hier verstehen. Ja, ist gut. Treff mich halt. Okay. Ich will es aber nochmal versuchen, Leute. Ich bin da jetzt, ne? Es reizt mich, es reizt mich. Mal kurz einen kleinen Mottencheck. Mottencheck complete. Nichts da. Gut. Ich habe keinen Bock, wieder vergiftet zu werden. Ihr habt gesehen, wie schnell mich das umbringt. Ach, da ist ja noch einer. Ja, moin. Hallo. So, tschüss. Wie gut, dass wir so gut... Ah! Ausgerüstet sind, dachte ich gerade. Du Penner, ey. Wie die einem hier eine Falle stellen. Ja, du kannst das mit deinen zwei Schwertern gerade vergessen, sag ich dir. Kurzbogen. Dankeschön, den haben wir schon. Wow, hier müssen wir eine Brücke runterlassen. Das ist auch cool. Richtig cool. Jetzt kommen wir nicht darüber. Hier gibt es sicher wieder einen hübschen Boss. Oh, Leute, Leute. Wo ist... Da ist. Ja, da kommen wir rein. Hoffentlich ist das nicht unser Tod. Wenn doch, habe ich ein Problem. Hallo, Leute. Meins. Von wer kommen wir nicht mehr hier raus? Doch, da. Okay. Ah, jetzt weiß ich auch, wie wir da hochkommen. Seelenspeer! Ja, moin! Geil! Giftiges Moos und grüne Blüte, das war ein Zauber. Okay, das hat sich, egal was jetzt noch kommt, hat sich gelohnt. Da sehen wir die Zauber. Zap, 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 zap. Der Seelenspeer, wie geil! Ein Slot braucht er nur. Oh, 40 Int. Ein Zauber, der Seelen in Form eines Speers abfeuert, durchbohrt Gegner und verursacht hohen Schaden. Es heißt, dieser Zauber sei von einem Meisterzauberer entwickelt worden. Ja, wir wissen auch von wem, wenn ihr den Teil 1 bei mir gesehen habt oder bei jemand anderem. Sonst schaut es euch nochmal an, wer es war. Doch sein Name ist lang vergessen. Nicht bei mir. Nicht bei mir. Und nur zwei Aufladungen. Gut. Deswegen findet man den hier auch wahrscheinlich nochmal, damit man den ein bisschen stacken kann. Zwei Aufladungen ist echt ein bisschen wenig. Ich glaube, im letzten Teil hatte der drei. Das ist natürlich echt wenig. Okay, der Part ist auch schon rum. Ich werde mich jetzt aufmachen. Oh, die vergiften ihre eigenen Leute, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich mache mich jetzt auf zum Leuchtfeuer und im nächsten Part, Leute, schauen wir, was sich in dieser blauen Kathedrale befindet. Ihr könnt mir währenddessen ja schon einmal was Schönes schreiben und eine Bewertung dalassen. Da freue ich mich immer drüber. Warum können wir eigentlich nur im Tutorial einmal diesen blöden Baum runterhauen? Doof. Und ja, da freue ich mich, wie gesagt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann, Leute.